Ich fühle mich noch nicht wirklich religiös erwachsen, aber das kann ja alles noch kommen, vielleicht nach der Bar Mitzwa. Das jüdische Krankenhaus. Einzige Klinik Berlins, in der auch religiös-rituelle Beschneidungen vorgenommen werden. Auch Familie Gerstetter zieht die Professionalität der Klinik einer Beschneidung im privaten Umfeld vor. Getreu jüdischer Sitte wird auch ihr zweiter Sohn an seinem 8. Lebenstag beschnitten. Die Beschneidung der Knaben, die sogenannte Brit Mila, ist Zeichen des Bundes Gottes mit den Kindern Israels. Sie gilt als wichtigstes Gebot in der Heiligen Schrift der Juden, der Tora. Der Rabbiner ihrer Gemeinde leitet den religiösen Teil der Zeremonie. Mit der Brit Mila erhält der Säugling auch seinen hebräischen Namen, Samir. Der kleine Samir und seine Mutter haben es überstanden. Es darf gratuliert werden. Das ist natürlich eines der wichtigsten Ereignisse eines Jungen in seinem Leben, also neben der Bar Mitzwa später, die er dann mit 13 hat. Und es ist besonders aufregend für die Mutter, die daneben stehen muss und zusehen muss, wie dem kleinen Säugling wehgetan wird in dem Moment. Aber es ist ja nur zum Glück ein kurzer Schmerz. Netzena el habustam, mo besamim ulevona, lera gelin. Avital Gerstetter ist die erste jüdische Kantorin in Deutschland. Erev sheshoshanim, netzena el habustam. In der liberalen Synagoge Hüttenweg ist Avital zu Hause. 9 Tage nach der Geburt ihres Kindes hält sie selbst den Gottesdienst zum Freitagabend. Ein festlicher Anlass. Denn heute Abend wird für ihren Sohn die Namensgebung noch einmal vor versammelter Gemeinde zelebriert. Familie und Freunde, Juden und Nichtjuden sind zusammengekommen, um den kleinen Samir in der Berliner Gemeinde willkommen zu heißen. Wichtig finde ich, dass sich meine Kinder mit dem Glauben identifizieren. Und daher ist es mir auch wichtig, dass sie regelmäßig die Synagoge besuchen und eben auch in den jüdischen Kindergarten gehen, in die jüdische Schule gehen, weil wir nicht in Israel sind und sie das automatisch mitbekommen. Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass meine Kinder offen erzogen werden, jetzt nicht in eine spezielle religiöse Richtung
gedrängt werden. Natürlich, durch mich lernen sie auch egalitäre Gottesdienste kennen, dass eben auch Frauen Gottesdienste leiten. Und das finde ich ganz wichtig, dass sie einfach offene, tolerante Menschen werden. Jüdisches Erwachsenwerden in Deutschland erscheint 70 Jahre nach dem Holocaust noch immer etwas Besonderes. Avital Gerstetter wünscht sich ein friedliches Miteinander der Religionen. Nicht nur für ihre Söhne. Dem 13-jährigen Misha Jansjan steht ein großes Ereignis bevor. In 2 Wochen wird er Bar Mitzwa feiern. Neben Schule und regelmäßigem Religionsunterricht bleibt ihm nur wenig Freizeit. Ich habe mich erst mal nicht getraut, in der neuen Schule zu sagen, dass ich jüdisch bin. Aber jetzt gehe ich eigentlich ganz normal damit um. Die Freunde wissen schon ein bisschen, weil sie das in der Unterricht mal gelernt haben, haben sie mir gesagt. Aber sie fragen mich trotzdem öfter jetzt, was man da macht und was ich mache und so. Der letzte Vorbereitungsunterricht. Es ist halt so, dass man sich in der jüdischen Religion auf die Bar Mitzwa so vorbereitet, dass man den Wochenabschnitt auch singt. Und dann übe ich halt mit meinem Kantor. Misha muss sich mit einem Abschnitt aus der Tora auseinandersetzen. Er muss ihn melodisch korrekt rezitieren, er muss ihn interpretieren, er muss gut vorbereitet sein. Ich habe jetzt die Übersetzung meines Wochenabschnitts gelesen und dann ich habe ganz anders über den Text gedacht als früher. Da würde ich wahrscheinlich eher das einfach nur sagen, dass das vielleicht richtig war, was Gott getan hat oder so. Und heute bin ich mir da manchmal gar nicht mehr so sicher. Die Religion ist für mich nur ein Thema an Schabbat, bei meiner Bar Mitzwa oder an Feiertagen. Am Alltag denke ich nicht wirklich so richtig dran. Bar Mitzwa bedeutet Sohn der Pflicht. Von nun an darf und soll er alle religiösen Pflichten selbst übernehmen. Auf Misha und den deutschen Juden seiner Generation ruht eine große Erwartung. Selbstbewusstes religiöses Leben als Selbstverständlichkeit anzusehen. Auch Rabbiner Tovia Ben-Kurin wünscht sich von den Jugendlichen Mut für einen gedanklichen Neubeginn. Mein Wunsch wäre, dass sie nicht alles an die Shoah hängen, wie ihre Eltern oder meistens ihre Großeltern. Eine Identität auf einen Verfolgungswahn aufzubauen, das ist psychologisch nicht gesund. Ich erwarte und hoffe, dass diese Jugend frischer und gesünder hier groß wird. Aus ganz Europa kommen Gäste, um mit Misha den wichtigsten Tag in seinem religiösen Leben zu begehen. Erstmals darf er den Gebetsmantel tragen. Im Schutz des ihm vertrauten Kantors und seines Vaters wird er ab heute die geheiligte Zeremonie der Tora-Lesung aktiv mitgestalten. Segne Joel, der bekannt ist unter dem Namen.
Misha ist stolz, dass alle seine Schulfreunde gekommen sind. Sie erleben zum ersten Mal einen jüdischen Gottesdienst. Heute werde ich als Erwachsener in der Synagoge aufgenommen. Das bedeutet mir sehr viel. Shabbat Shalom. Erst die Offenheit der jungen Generation macht ein neues jüdisches Selbstverständnis möglich. Im religiösen Sinne ist Misha nun volljährig. Bevor er zurückkehrt in die Alltagswelt eines deutschen Gymnasiasten, hat er heute allen Grund zum Feiern. Die Gemeinschaft gibt ihm Halt und Geborgenheit. Hier ist Misha zu Hause. Wo hat Religiosität ihre Wurzeln? Jüdisch ist nur, wer von einer jüdischen Mutter stammt. Melanie Herbe auf dem Weg in ihre Heimatstadt Wiesbaden. Sie kommt, um ihre Eltern zu besuchen. Eine lange Suche nach religiöser Identität liegt hinter ihr. Sie wuchs auf zwischen dem jüdischen Vater und der katholisch getauften Mutter. Sie selbst blieb konfessionslos. Mein Vater war Jude. Es ist so, dass von meiner Mutterseite immer nur klar war, meine Mutter ist katholisch getauft worden, ganz normal. Und es war dann so, dass wirklich nach dem Tod meiner Großmutter rauskam, dass sie eine zwar getauft, aber eine Jüdin war. Ja? Und wenn sie das rechtzeitig gewusst hätte, wären wir ganz, ganz anders aufgewachsen. Aber das sind so diese Geschichten, wie es halt viele gibt in Deutschland. Aus Angst nahm die jüdische Großmutter den katholischen Glauben an. Der Tochter und Enkeltochter erzählte sie nie etwas über ihre jüdische Herkunft. Melanie Herbe zweifelte und fand die Wahrheit heraus. Das ist eben diese Geschichte, dass ich als Kind irgendwie da so wurzellos war. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist. Und dann bin ich einfach mal in Wien in die Synagoge gegangen und habe mich reingesetzt und habe das gehört und habe nur geweint, weil mich das so berührt hat. Und ich das Gefühl hatte, ja, das hat einfach was mit mir zu tun. Da bin ich irgendwie zu Hause. Melanie Herbe erwartet ihr erstes Kind. Die Schwangerschaft entfachte ihr Bedürfnis, die eigene religiöse Zugehörigkeit zu klären. Nun kehrt sie als Jüdin in die Wiesbadener Synagoge zurück. Mir ist es wichtig für mein Kind, dass das in so einer Gemeinschaft aufwächst, dass es weiß, da gehört es hin. Das sind die Wurzeln und das sind meine Lieder, das sind meine Feste und das ist mein Volk. Wiedersehen mit dem Synagogenvorstand Jakob Gutmark, einem alten Freund der Familie. Auch ihr Vater ist gekommen, um seine Tochter in der jüdischen Gemeinschaft zu begrüßen. Gemeinsam freuen sie sich auf den Nachwuchs. Kindeskinder der Shoah-Generation, die wieder in Deutschland zu Hause sind.